Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Für den 3DS. Im letzten Part haben wir ja den All-Star-Modus mit Dara-In und Kirby gemacht. War relativ stressig, weil ich euch mit Kirby auch all seine Kopierfähigkeiten gezeigt habe. Und ja, heute wird es glaube ich ein bisschen chilliger mit König DDD und Meta Knight. Auch wenn ich mit König DDD natürlich nicht so gut bin. Also in Brawl fand ich ihn am schlechtesten. Ich persönlich. Aber hier ist er eigentlich sogar... Ja, vielleicht immer noch der schlechteste, oder? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube gar nicht unbedingt. Er hat sich schon ein bisschen verbessert. Hier ist seine seitliche Spezialattacke ist besser. Der ist auch an sich, glaube ich, ein bisschen schneller geworden. So ein kleines bisschen zumindest. Aber er dürfte eigentlich hier im All-Star-Modus gar nicht so verkehrt sein, denn da braucht man ja einfach nur einen Typen, der draufhauen kann. Und das kann König DDD auf jeden Fall. Deswegen wird es, glaube ich, gar nicht mal so schwierig. Okay, dann kommen wir zu den Custom-Moves von König DDD. Seine Standard-Spezialattacke ist ja sein Einsaugen, was ich übrigens relativ unnötig finde, weil Kirby das ja auch schon hat, nur dass er halt keine Fähigkeiten kopieren kann. Also, er hat im Prinzip... Was macht Luigi da? Habt ihr das gerade gesehen? Was hat Luigi da gemacht? Ja, König DDD hat im Prinzip dasselbe wie Kirby, nur schlechter, weil er halt keine Fähigkeiten kopieren kann. Aber meinetwegen. Aber den ersten Custom-Move, den mag ich ziemlich gerne. Der ist ziemlich cool. Denn dort kann er Gegner immer noch ansaugen, aber nicht mehr einsaugen. Und Gegner, die er angesaugt hat, denen schadet er schon allein dadurch, dass er sie ansaugt. Da erzeugt er vor seinem Mund quasi so einen Wirbelsturm. Macht er ja jetzt auch. Aber bei dem Custom-Move kann der Wirbelsturm den Gegnern eben schaden. Und das ist nicht gerade schlecht eigentlich. Und am Ende kann er dann den Gegner auch noch nach oben weghauen. Also hört sich eigentlich relativ gut an, finde ich. Und sehr schön, einfach draufhauen mit dem Hammer. Die zweite Abwandlung, bam, von dem Custom Move ist, dass das Einsaugen schneller funktioniert. Also dort kann er den Gegner schon wieder einsaugen. Und nachdem er einen Gegner eingesaugt hat, wird er ihn auch automatisch sofort wieder rausspucken. Also solche, solche billigen Techniken, die man manchmal online sieht, wenn man gegen König DDD oder Kirby kämpft, dass man den Gegner einsaugt und dann in die Schlucht springt, das geht dann damit nicht mehr wirklich, weil man den Gegner eben sofort wieder raushauen muss. Okay. Dann zur seitlichen Spezialattacke, die ja hier wirklich eine Million Mal besser ist als noch ein Brawl. Weil er hier ja jedes Mal einen Gordo raushaut. Und der erste Custom Move von der Attacke funktioniert folgendermaßen. Ist eigentlich auch wieder ziemlich interessant. Wir nehmen uns mal eine Maxi-Tomate. Wenn König DDD den Gordo mit seinem Hammer nach vorne schießt, dann springt er am Anfang oder fliegt am Anfang erst sehr, sehr langsam. Und wenn er dann aber das erste Mal auf dem Boden aufgekommen ist, dann nimmt er, Alter, dann nimmt er enorm viel Fahrt auf, wird mega schnell und ja, das war's. Also am Anfang langsam und dafür am Ende aber sehr, sehr schnell. Das ist halt auch etwas, womit der Gegner nicht wirklich rechnet. Ich meine, er kann zwar am Anfang schon noch einigermaßen ausweichen, weil er sieht ja, dass der Gordo so langsam angeflogen kommt. Aber dann, wenn er das zweite Mal auf dem Boden aufgekommen ist, dann muss der Gegner echt aufpassen, weil dann könnte es jede Sekunde sein, dass er schon bei ihm ist, weil das bewegt sich wirklich verdammt schnell dann nach vorne. Bam. Okay, keiner ist gestorben. Aber jetzt sind zwei gestorben und Yoshi ist auch tot. Okay. Ja, mit König DDD ist es hier im All-Star-Modus echt einfach. Also all die Fettis, die ich normalerweise nicht mag, Bowser, Ganondorf, König DDD, die sind alle perfekt für den All-Star-Modus. So, dann die zweite Abwandlung von dem Gordo-Wurf ist auch ziemlich interessant. Denn dort springt der Gordo die ganze Zeit hin und her. Also König DDD schießt ihn nach vorne, dann springt er wieder zurück. Dann springt er wieder nach vorne, dann springt er wieder zurück. Also er springt die ganze Zeit hin und her. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil dadurch kann man halt den Gegner viel öfter treffen. Und wenn dieses Teil die ganze Zeit durch die Gegend fliegt, ist es natürlich auch viel verwirrender für den Gegner, wenn man dann noch gleichzeitig gegen König DDD kämpfen muss. Aber da das ein bisschen arg overpowered ist, ist es dafür ein bisschen schwächer, die Attacke. Aber ist trotzdem ziemlich gut eigentlich, finde ich. Und Alter, wie König DDD hier abgeht, was denn los? dann zur Spezialattacke nach oben, sein Sprung. Da muss ich übrigens noch was dazu sagen, denn als wir den klassischen Modus gespielt haben, habe ich ja
gemeckert, so heißt es, dass König DDD seinen Sprung in der Luft nicht mehr abbrechen kann. Das konnte man in Brawl nämlich machen, wenn man in der Luft nach unten gedrückt hat. Das geht hier nicht mehr. Denn hier muss man nach oben drücken. Ich habe keine Ahnung warum. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man in Brawl nach unten drücken musste und nicht nach oben. Aber hier muss man nach oben drücken. Und wenn man das macht, dann kann man das eben noch abbrechen und kann dann ganz langsam zu Boden sinken, wenn man das unbedingt will. Okay, wir nehmen uns nichts. Ja, wir könnten. Doch, wir nehmen uns den Herzcontainer. Jupp, passt schon. Ihr werdet noch sehen, warum. Hat schon alles seinen Sinn. Okay. Ja, jetzt eben zur Spezialattacke nach oben, zu den Custom Moves. Die erste Abwandlung ist, dass König DDD etwas höher springen kann, dafür aber nur Schaden macht, wenn er gerade nach oben springt. Also beim Fallen macht er keinen Schaden mehr. Und das liegt daran, dass er beim Runterfallen eben automatisch das hier macht. Also er springt schnell nach, oder nicht schnell, aber hoch nach oben, aber er wird dann automatisch so wieder nach unten fallen. Da kann er nichts anderes machen. Aber dafür ist es eben ein bisschen höher. Würde ich aber jetzt trotzdem nicht unbedingt empfehlen. Ich meine, das Höher ist zwar ganz schön und gut, aber hier die Stampfattacke ist schon auch relativ nice. Also würde ich jetzt eigentlich nicht unbedingt machen. Und die zweite Abwandlung von dem Move funktioniert folgendermaßen. Dort springt er nämlich etwas niedriger und die Attacke ist auch ein bisschen schwächer. Dafür springt er aber enorm schnell. Also er springt und zack, zack, dann landet er schon wieder auf dem Boden. Also da ist er wirklich mega ultra schnell, aber halt dafür auch nicht so hoch und nicht so stark. Gut, dann fehlt, glaube ich, nur noch die Spezialattacke nach unten, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist sein Hammer, den er aufladen kann, wo er sich auch selber damit Schaden macht, wenn er ihn zu lange auflädt. Bam! Alter, Pummeluff hat richtig eine mitbekommen. Und ich glaube, genau das werde ich jetzt auch ausnutzen, dass man von dem Hammer Schaden bekommt. Denn das können wir jetzt schnell machen und uns so auf 100% Schaden hochpushen, damit wir dann die Feenflasche benutzen können. Ist eine relativ billige Taktik, aber. Achso. Ach, Moment, stimmt. Ja, fuck. Stimmt. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Man kann ja hier in diesem Zwischenraum keinen Schaden nehmen. Verdammt. Ja, dann habe ich das doch schlecht gemacht. Ich nehme jetzt aber trotzdem den Herzcontainer und hoffe, dass wir jetzt in der Stage entweder ganz wenig Schaden nehmen oder halt über 100. Okay, also kommen wir noch zur Spezialattacke nach unten, eben sein aufgeladener Hammer. Und bam. Eine seitliche Smash-Attacke und tot, selbst auf dieser großen Stage. Nice. Und bam. Tot. Ne, der überlebt noch, oder? Ne, überlebt nicht mehr. Und, na, verdammt, schade. So, jetzt aber zur seitlichen Spezialattacke, bevor ich hier noch mehr rumblödel. Genau, einmal ist die Attacke etwas schwächer. Und außerdem schadet sich König DDD auch mehr, wenn der Hammer voll aufgeladen ist. Also schon mal ziemlich große Nachteile. Ein enormer Vorteil ist aber, dass König DDD während dem Aufladen eine Super Armor bekommt. Also ich erkläre es nochmal, falls es jemand von euch immer noch nicht weiß, obwohl ich es eigentlich in jedem dritten Part mittlerweile sage, weil das so oft vorkommt. Bedeutet, dass der Charakter, während er auflädt, zwar Schaden nehmen kann, aber nicht zurückgeschleudert werden kann. Also egal, von welcher Attacke ich getroffen werde, ja gut, ich glaube, außer wenn es eine mega ultra super starke ist. Aber normalerweise kann ich nicht abgebrochen, also kann meine Attacke nicht abgebrochen werden. Ich mache die hier und selbst wenn ich geschlagen werde, ich mache sie immer noch weiterhin, aber ich nehme halt Schaden. Und wir haben seinen Schild zerbrochen. Der kriegt jetzt richtig auf die Fresse. Bam! Oh yeah. Und flieg, Baby, flieg. Alter, ey. Okay, Lucario, dann verprüge mich mal noch ein bisschen. Und währenddessen erkläre ich den letzten Custom-Move von seiner Spezialattacke nach unten. Ja, warte mal, wir verprügeln ihn ein bisschen, dass wir ihn dann jetzt gleich leicht raushauen können, wenn er mich auf 100 hochgebracht hat. Wenn er mal machen würde. Das dauert nämlich ziemlich lang, mein lieber Lucario. Also die andere Variante von dem Hammer funktioniert folgendermaßen. Das ist auch sehr interessant. Während König DDD die Attacke aufladet, wird er. Fuck, du Arsch. Wird er zurückgedrängt. Also er bewegt sich dann automatisch so langsam zurück. Kann man sich vorstellen. Ja, wie so ein bisschen Rückstoß halt. Er lädt den hier auf und das ist so stark, dass er von dem Rückstoß etwas nach hinten getrieben wird. Um das auszugleichen, ist es aber so, dass wenn König DDD zuschlägt, er nach vorne rennt. Also, das ist echt ziemlich interessant. Er bewegt sich beim Aufladen zurück langsam, aber wenn er sie ausführt, bewegt er sich wieder nach vorne.
Das ist eigentlich echt eine ziemlich coole Idee. Und was Schaden und Reichweite, ja gut, Reichweite ist vergrößert worden, natürlich. Aber was Schaden angeht und Länge des Aufladens, ist es, glaube ich, gleich geblieben. Also das ist echt ziemlich cool und das würde ich, glaube ich, auch machen, wenn es gehen würde online. Und wenn ich König DDD spielen würde, aber das hört sich schon ganz gut an. Das gefällt mir besser als der normale. Weil ich meine, das Zurückbewegen ist zwar jetzt kein, ist nicht toll, aber das ist nicht so schlimm, glaube ich. Weil man kann ja einfach auch die ganze Zeit springen und sich dadurch nach vorne bewegen. Und dadurch, dass man halt beim Ausführen der Attacke nach vorne rennt, wird die Reichweite deutlich vergrößert und man kann einen Gegner viel leichter treffen. Also das ist schon echt ein deutlicher Vorteil, finde ich. Auf jeden Fall ziemlich cool. Und bah, verdammt, niemand getroffen. Ja, und scheint gut zu laufen hier mit König DDD. Ganz im Gegensatz zum letzten Part. Dort sind wir ja mit Darain und Kirby sogar wirf gestorben. Dreimal? Ich glaube, einmal mit Darain und zweimal mit Kirby. Aber eben auch wegen den ganzen scheiß nicht Custom-Moves, sondern wegen den Kostümen und kopierten Fähigkeiten von Kirby, weil ich euch die halt unbedingt zeigen wollte. Aber zum Glück hat König DDD nicht so etwas. Er kann zwar auch einsaugen, aber er kann keine Fähigkeiten kopieren. Das kann wirklich nur Kirby. Und das hier alles bekommen wir. So, vielen Dank. Und natürlich auch wieder eine wunderschöne Trophäe, wo er was macht. Wo er einfach nur rumsteht, okay. Ich glaube, das ist sein Spot nach oben. Oder? Ich glaube, bei seinem Spot nach oben tanzt er so ein bisschen durch die Gegend. Und ich glaube, genau das zeigt diese Trophäe. Auf jeden Fall einer seiner Spots. Wartet mal. Wir gucken mal. Ah ne, oben ist der Hammer. Rechts ist auf die Wampe hauen. Ah ne, rechts ist der. Hä? Ah ne, unten ist das. Okay. Ja, unten ist dieser Tanz da, genau. Und da war eine Pose auf der Trophäe zu erkennen von dem Tanz. Glaube ich zumindest. Okay. Jetzt nicht so viel Zeit hier verschwenden. Ich muss ja immerhin noch das Bild ausfüllen. Wäre vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Ich sehe schon mal auf der linken Seite Peach, die gerade ein Gemüse aus dem Boden rausgerupft hat und gerade auf. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, was das Bild darstellen soll. König DDD hat Hunger. Er sieht zwar eher so aus, als würde er jetzt nicht wirklich Gemüse essen, sondern. Ah, Kirby auch. Ja, er sieht eher so aus, als würde er nicht wirklich viel Gemüse essen, sondern eher Fleisch. Aber dem ist anscheinend alles recht, egal was er bekommt. Hauptsache irgendwas zu essen. Ja, also Peach füttert auf diesem Bild König DDD und Kirby. Ein wunderschönes Bild, wirklich. Das ist echt immer cool. Da freue ich mich schon auch. Ich freue mich schon so sehr auf Super Smash Bros. U, auf diese kleinen, ganz, ganz kurzen Videoclips, die immer kommen, wenn man mit einem Charakter den klassischen oder den All-Star-Modus geschafft hat. Weil das sind halt auch echt immer witzige Spielszenen. Nicht nur ein Bild, sondern halt echt Spielszenen. Und dann diese Musik, die da im Hintergrund spielt, die schon immer spielt. Ha, das ist so cool. Da freue ich mich so drauf. Ah, genau. Nee, wenn man einfach nur rumsteht, dann haut er sich auf die Wampe. Das war das. Wartet mal. Mach nochmal. Nee, macht jetzt das andere. Hau dir auf die Wampe. Hau dir auf die Wampe, König DDD. Nein! Hau dir auf die Wampe. Los! Jetzt! Tu es! Tu es! Tu es! Er will nicht. Okay. Aber ihr habt es ja gerade eben gesehen. Er hat sich einmal kurz so auf die Wampe gehauen, wenn er für längere Zeit nichts macht. Du hast alle Spezialtechniken für folgenden Charakter freigeschaltet, König DDD. Sehr cool. Ja, das wird auch langsam mehr und mehr mit den ganzen Custom Moves. Da habe ich ja noch nicht von jedem alle. Jetzt kommt erstmal Meta Knight. Habe ich euch ja schon mal erzählt, wenn ich noch nicht von jedem alle habe, schaue ich halt im Internet nach, nach den restlichen. Weil ich selber kann die dann natürlich nicht rausfinden. Aber ganz am Ende möchte ich die natürlich alle haben. Und ganz am Ende im allerletzten Part von diesem Let's Play möchte ich euch ja auch noch alle Trophäen zeigen und wahrscheinlich auch noch den ganzen Rest. Also, da möchte ich euch dann auch zeigen, dass ich alle Custom Moves habe und all die ganzen Ausrüstungsgegenstände und alle Verkleidungen und so. Ich weiß noch nicht genau, wie das mit den Ausrüstungsgegenständen ist. Ob es da überhaupt eine begrenzte Anzahl gibt oder irgendwie unendlich viele. Aber kann ja eigentlich gar nicht sein. Weil stehen ja manchmal neu dran und manchmal nicht bei den Ausrüstungsgegenständen. Deswegen muss es ja so sein, dass es irgendwann mal nicht mehr mehr gibt. Nicht mehr mehr. Aber ich weiß nicht genau, wie das ist, weil da gibt es anscheinend Millionen gefühlt. Keine Ahnung. Okay. Kommen wir zu Meta Knight, der ja deutlich abgeschwächt wurde hier, was aber auch gut so ist, weil er völlig overpowered war in Smash Bros. Brawl. Und ja, seine Custom Moves. Seine Standard-Spezialattacke ist ja dieser Wirbelsturm, den ich ziemlich gerne mag.
Und auch die Custom Moves sind eigentlich ganz cool. Denn bei der ersten Abwandlung funktioniert es folgendermaßen: König DDD kann Gegner, während er seinen Wirbelsturm macht, auch ansaugen, aber kann sie dafür nur ein einziges Mal treffen. Da muss man jetzt halt überlegen, was einem lieber ist. Ich meine, hier kann ich einfach in die Gegner reinrennen und ihnen relativ viel Schaden machen, weil ich sie halt auch so oft treffen kann. Aber wenn ich sie nur einmal treffen kann, dann ist sie natürlich dadurch auch schwächer, aber die Reichweite wird halt vergrößert, weil man die Gegner ansaugen kann. Also ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Und der zweite Custom Move, der bewirkt, dass, Moment, genau, dass die Attacke deutlich stärker ist, man den Wirbelsturm oder besser gesagt die Dauer des Wirbelsturms aber nicht verlängern kann. Bedeutet, wenn ich jetzt mit Meta Knight einfach nur mal einmal B drücke und den Wirbelsturm einsetze, dann macht er ihn nur ziemlich kurz. Wenn ich aber, nachdem ich ihn eingesetzt habe, noch öfters B drücke, kann ich ihn deutlich länger machen und kann sogar ein bisschen in die Luft abheben. Und genau das geht bei dem zweiten Custom Move nicht mehr. Da kann ich ihn nur ganz, ganz kurz einsetzen und egal wie oft ich danach noch auf B hämmere, er wird immer ganz kurz bleiben. Aber ist dafür eben auch stärker. Also ist bestimmt auch ganz cool, aber da würde ich dann doch eher den ganz normalen nehmen oder den ersten Custom Move. Ist, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Weil, ja, ich weiß nicht, ich meine, ist zwar bestimmt auch nicht schlecht, wenn der stärker ist, aber dadurch, dass man halt das nicht verlängern kann, ist schon auch irgendwie kacke. Also ich mag das schon gern, wenn ich den Wirbelsturm auch ganz, ganz lang machen kann und dadurch den Gegnern halt richtig viel Schaden machen kann. Also, ja, weiß nicht, muss man überlegen, was da wohl besser ist. Und könnten die jetzt eigentlich endlich mal sterben, alle hier? Wir sind schon irgendwie viel zu lang in dieser Stage. Wir sind sogar schon fast durch das erste Level. Ich glaube, so lange haben wir mit keinem anderen Charakter gebraucht, aber Meta Knight ist ja auch jetzt nicht mega ultra stark. Das war ja auch in Brawl noch nicht, aber halt mittelstark, aber dafür halt ultra schnell und vor allem in der Luft unbesiegbar. Aber hier wurde er ja dafür deutlich abgeschwächt, wie gesagt. Okay. Dann seine seitliche Spezialattacke, dieser komische Bohrer da. Der hat natürlich auch wieder zwei Abwandlungen. Und die erste funktioniert folgendermaßen: Meta Knight kann dabei die Richtung nicht ändern. Also er wird immer ganz gerade nach vorne fliegen. Wir nehmen mal die Maxi-Tomate. Er wird immer ganz gerade nach vorne fliegen. Dafür ist die Attacke aber auch deutlich schneller. Also er ist wirklich verdammt schnell. Ist ganz, ganz schnell von einem Ende am anderen angekommen. Aber dafür kann er halt die Richtung nicht ändern. Ist aber, glaube ich, trotzdem nicht so schlecht. Also das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil das Richtung ändern ist jetzt nicht so mega ultra wichtig. Das ist zwar schon ganz gut, wenn man das hat, aber wenn dafür die Attacke super schnell ist, dann finde ich das cool. Und die andere, Hilfe. Die andere Abwandlung funktioniert folgendermaßen: Er hat dabei etwas weniger Reichweite, also er kommt nicht ganz so weit mit seinem Bohrer und ich glaube, sie ist auch ein bisschen schwächer. Aber es ist, Mann, jetzt hör auf zu nerven. Warum treffen die mich so oft? Aber es ist auch so, dass er mit der Attacke Schilde durchbrechen kann. Was ziemlich cool ist. Ich habe jetzt nicht genau ausprobiert, was damit gemeint ist. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Aber habe ich nicht gemacht. Das Problem ist halt, wenn man die Custom Moves ausprobiert, landet man ja immer in diesem Trainingsraum mit dem Sandsack. Und mit dem Sandsack kann man verdammt viele Sachen nicht anstellen. Man kann ihn zum Beispiel nicht greifen. Und auch sonst viele Spezialattacken funktionieren bei ihm nicht. Zum Beispiel hier Yoshi. Man kann den Zahnsack nicht in ein Ei verwandeln. Und deswegen kann man damit auch nichts rumprobieren. Also, da hätten sie lieber irgendwie einen Mario hinstellen sollen, der einfach nur in der Gegend rumsteht. Aber der Zahnsack ist da ein bisschen ungeeignet, weil der eben oftmals keine Auswirkungen der eigentlichen Spezialattacken zeigt. Ja, aber wie auch immer, wie das mit dem Schilde durchbrechen jetzt ist, weiß ich nicht genau, was man darunter verstehen soll. Also, wenn der Gegner gerade blockt und ich renne in ihn rein mit der Attacke, bedeutet es dann, dass ich sein Schild wirklich zerbreche? Oder bedeutet es einfach, dass ich ihm trotzdem Schaden mache, obwohl er eigentlich sein Schild gerade draußen hat? Das weiß ich nicht. Und jetzt haben wir ein Problem. Ja, ich muss einen Herzcontainer nehmen. Das ist jetzt schlecht. Da hätte ich mich jetzt lieber noch verprügeln lassen sollen. Da habe ich jetzt nicht nachgedacht. Weil bei 97% einen Herzcontainer nehmen, wenn da eigentlich eine Feenflasche in der Nähe steht, ist natürlich ärgerlich. Sogar ziemlich ärgerlich. Muss ich ein bisschen besser aufpassen beim nächsten Mal. Gut, dann die Spezialattacke nach oben, die ja auch deutlich verschlechtert wurde im Vergleich zu Brawl. Die waren Brawl so cool, seine Spezialattacke nach oben. Und hier ist sie, ja, geht so. Die erste Abwandlung von seiner Spezialattacke nach oben
ist eigentlich relativ schnell erklärt. Denn dort bewegt er sich einfach schräg nach oben. Und das war's. Also mit seinem ersten und seinem zweiten Schlitz bewegt er sich halt nicht gerade nach oben, sondern eher schräg. Hat jetzt Vor- und Nachteile, nämlich dass man halt einerseits, was Reichweite seitlich angeht, dass man da dazu gewinnt, aber was Reichweite nach oben angeht, verliert man ein bisschen was. Also hält sich wirklich die Waage. Muss man halt auch wissen, was einem besser gefällt. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, die Attacke, weil dann kann man auch Gegner treffen, die ein bisschen entfernt von mir stehen. Also wenn ich jetzt hier unten stehe und ein anderer steht dort rechts oben auf dem Flügel von dem Star Fox Schiff, dann wird der getroffen wahrscheinlich, wenn ich diesen Custom Move benutze. Und dann die zweite Abwandlung. Ja, wir nehmen jetzt nichts. Bei der zweiten Abwandlung, die ist sehr interessant. Da macht er, bevor er seinen... Oder, ja, wie erkläre ich denn das jetzt am besten? Also hier schlägt König der Idee, sage ich. Meta Knight ja zweimal zu. Und bei der Abwandlung ist es aber so, dass er nur beim zweiten Mal zuschlägt und beim ersten Mal nicht. Beim ersten Mal macht er einfach nur einen Looping, wie hier am Anfang auch. Und schlägt aber während diesem Looping nicht zu und kann dementsprechend auch keinen Schaden machen. Und dieser Looping, den er da macht, wo er eben keinen Schaden machen kann, der ist auch deutlich langsamer als jetzt hier. Also er macht einen langsamen Looping und dann macht er noch einen Schlitz nach oben. Hört sich jetzt alles relativ schlecht an, aber der Vorteil von der Attacke... Ach du Scheiße, der hat eine Super Armor. Habt ihr das gerade gesehen übrigens? Noch ganz kurz, der Vorteil von dem Custom Move ist, dass Meta Knight ein bisschen höher springen kann. Habt ihr das jetzt gerade gesehen bei Glurak? Ich habe ihn geschlagen, während er gerade seine Zertrümmerer-Attacke gemacht hat. Und es hat ihm nichts ausgemacht. Er hat zwar Schaden bekommen. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann spult einfach nochmal zurück. Er hat Schaden bekommen, könnt ihr ja rechts unten sehen. Aber ich konnte ihn nicht zurückstoßen und er hat auch weiterhin seine Attacke noch ausgeführt. Obwohl ich ihn ja eigentlich getroffen habe. Genau das ist die Super Armor. Dann habt ihr... Ach du Scheiße. Dann habt ihr das jetzt auch mal live gesehen quasi. Live und in Farbe. Und ich muss jetzt ein bisschen aufpassen hier, weil ich habe enorm viel Schaden. Und da werde ich jetzt dann... Ich weiß nicht genau, ob ich jetzt dann gleich Herzcontainer oder Feenflasche benutzen soll. Das Problem an der Feenflasche ist halt, dass sie nur genau 100% heilt. Und mit dem Herzcontainer könnte ich halt die 30%, die ich dann noch übrig hätte, auch loswerden. Also, ja, weiß ich nicht genau. Will dieses scheiß Pummeluff jetzt eigentlich mal sterben? Danke. Mann. Okay. Wie viele Stages kommen denn jetzt noch? Kommen noch zwei oder noch eine? Noch drei. Zwei, eine, drei? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich glaube zwei, oder? Ja. Nee, dann nehmen wir die Feenflasche. Ja. Okay. Die letzte Abwandlung oder die letzten beiden Abwandlungen zur Spezialattacke nach unten. Das hier ist sie nochmal, falls ihr es vergessen haben solltet, wo er sich so ein bisschen teleportieren kann und dann auch zuschlagen kann oder auch nur teleportieren kann, ohne zuzuschlagen. Hat auch zwei ziemlich interessante Abwandlungen, finde ich. Wow, Hilfe. Jetzt bin ich da gerade, einfach so runtergesprungen in die Schlucht, weil ich gerade auf meinen Zettel schauen musste, tut mir leid. Es ist immer ziemlich kompliziert hier, gleichzeitig zu zocken und dann noch auf meinen Zettel zu schauen. Aber ich krieg das schon irgendwie hin. Das sieht man ja auch daran, wie selten ich sterbe. So, also, Spezialattacke nach unten. Der erste Custom Move funktioniert folgendermaßen. Ist eigentlich auch relativ schnell erklärt, aber ziemlich cool wieder mal. Denn er ist etwas schwächer, aber kann Schilde durchbrechen. Ja, Meta Knight hat zwei Custom Moves, mit denen er Schilde durchbrechen kann. Das ist ziemlich interessant. Also man kann aus ihm so einen totalen Shieldbreaker-Charakter machen. Was echt ziemlich cool ist. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie nützlich ist oder so, aber... Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und die letzte Abwandlung. Chill doch mal. Die. Mann, wo bin ich denn überhaupt da? Die letzte Abwandlung funktioniert folgendermaßen. Die ist sehr, sehr interessant. Denn nachdem er seine Spezialattacke, also nachdem ich unten B gedrückt habe, tauche ich ja hier relativ schnell wieder auf. Wenn ich aber diesen Custom Move nehme, dann tauche ich nicht sehr, sehr schnell wieder auf, sondern brauche so ein, zwei Sekunden, bis ich wieder auftauche. Aber während dieser Zeit kann ich mich, während ich ja in dieser anderen Dimension bin oder wo auch immer, oder während ich halt unsichtbar bin, kann ich mich durch die Gegend bewegen und kann so meine Reichweite deutlich erhöhen. Also ich drücke unten B, kann mich dann ein, zwei Sekunden frei durch die Gegend bewegen, während ich unsichtbar bin. Man sieht nur so ein lila Zeugs, das durch die Gegend schwirrt, damit man halt einigermaßen, damit die Gegner einigermaßen erkennen, wo Meta Knight gerade ist und auch damit man selber erkennt, wo man gerade ist.
Und währenddessen kann man sich eben frei durch die Gegend bewegen und dann halt irgendwo auftauchen, wo man will. Und dadurch wird eben die Reichweite deutlich vergrößert. Und zusätzlich ist es auch noch so, dass die Attacke stärker ist. Jetzt denkt ihr euch, hör, das sind ja nur Vorteile. Ist auch fast so, es gibt aber noch einen Nachteil. Denn während man so durch die Luft fliegt und unsichtbar ist, oder zumindest halb unsichtbar, man sieht ja, wie gesagt, an welchem Ort man gerade ist, währenddessen ist man verletzbar. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt hier auch schon so ist, dass wenn ich mich jetzt unsichtbar mache und ich schwirre gerade durch die Luft, ob die mich dann in der Luft verletzen können, während ich unsichtbar bin. Ich glaube aber eigentlich nicht. Also ich glaube, das ist dann wirklich ein Nachteil von diesem Custom Move, dass man, fuck, dass man auch währenddessen verletzbar ist. Und eben weil man auch eine Zeit lang braucht, bis man wieder auftaucht, ist man ziemlich lange verletzbar. Und deswegen ist es gar nicht so gut, wie es sich im ersten Moment anhört. Weil im ersten Moment denkt man sich ja, stärker und größere Reichweite ist doch perfekt. Aber gibt eben auch diesen Nachteil, den man beachten sollte. Aber ist trotzdem ziemlich cool. Also, auch wenn dieser Nachteil existiert, ich finde es trotzdem besser als der normale. Oder die, ja, der normale Spezialangriff unten von Meta Knight. Weil den mag ich gar nicht unbedingt so super gern. Der ist zwar ganz cool, aber wenn die Reichweite da erhöht wird und der auch noch stärker ist, ist schon ganz cool. Ich meine, man muss natürlich noch bedenken, es gibt natürlich noch einen weiteren kleinen Nachteil. Ja gut, das stimmt, das habe ich gar nicht beachtet. Was laber ich eigentlich schon wieder? Ja, es gibt noch einen weiteren kleinen Nachteil, denn während man so hier durch die Gegend schwirrt, unsichtbar, und dann nach ein, zwei Sekunden wieder auftaucht, kann der Gegner natürlich auch genau beobachten, wo man gerade ist. Das Schöne an der Spezialattacke unten von Meta Knight ist halt, dass sie so schnell ist und dass der Gegner nicht wirklich damit rechnet, wo man jetzt wieder auftauchen wird. Aber dadurch, dass man länger braucht, bis man wieder auftaucht, kann es der Gegner eher voraussehen. Und dadurch kann man den Gegner vielleicht auch nicht so leicht treffen. Also, es hat schon wirklich seine Vor- und Nachteile. Ist ziemlich interessant. Müsste man mal länger ausprobieren, wie sich das dann im Endeffekt so spielt. Die Trophäe ist übrigens sehr schön, finde ich. Ich finde, man kann es so ein bisschen vergleichen mit der seitlichen Spezialattacke von Greninja. Denn der kann sich ja auch teleportieren. Man sieht ja an seinem Schatten, wo er gerade ist. Er kann sich nach vorne teleportieren, irgendwo auftauchen und dem Gegner Schaden machen. Und eigentlich fast genau das gleiche ist es mit Meta Knight, dieser Custom Move. Man kann sehen, wo Meta Knight gerade ist. Er braucht länger zum Auftauchen. Kann aber irgendwo auftauchen. Er kann halt auch in der Luft auftauchen. Das kann Greninja nicht unbedingt. Also er kann zumindest die Höhe nicht steuern, der Greninja. Das kann Meta Knight schon. Aber dafür kann Greninja eben irgendwann auftauchen. Also Greninja kann ja selber bestimmen, wann er auftaucht, wenn er den Knopf wieder loslässt oder nochmal drückt. Aber Meta Knight taucht immer nach dieser bestimmten Zeit auf. Also er kann nicht früher oder später auftauchen erst. Also ist echt ziemlich interessant. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Das müsste man wirklich mal ausprobieren. Und auf diesem Bild sind schon wieder König Dedede und Kirby drauf. Und Meta Knight hat gerade ziemliche Probleme. Denn er wird sowohl von Kirby als auch von Meta Knight. Von Meta Knight, von König Dedede eingesaugt. Habe ich gerade eben auch schon Meta Knight gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Meta Knight hat Probleme, weil er von Kirby und König Dedede gleichzeitig eingesaugt wird. So, habe ich die Namen jetzt doch noch richtig hingebracht. Und da oben fehlt mir noch was. Angeblich. Ich sehe aber gar nichts. Ach doch, ja, so ein kleines Stückchen, okay. Und damit haben wir alles. Sehr schön. Fight me. Komm. Fight me. Was sagt er bei oben? Sagt er da überhaupt was? Nee, ich glaube nicht wirklich. Oder ich weiß nicht. Ja, irgendwas sagt, aber ich glaube, das ist kein richtiges Wort. Er sagt nur so. Oder so. Keine Ahnung. Okay. Dann war's das für diesen Part von Let's Play Super Smash Bros. Für den 3DS. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr noch Daumen hoch geben, Kommentar schreiben, abonnieren und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn Little Mac und Fox den All-Star-Modus auf schwierig machen werden. Also, bis zum nächsten Mal.